So, einen schönen guten Abend. Das ist 17.50 Uhr und ich begrüße Sie herzlich zum heutigen 17.15 Uhr Kolloquium der ETH-Bibliothek, sowohl vor Ort als auch online. Mein Name ist Cindy Hertoch und ich moderiere die heutige Vorstellung, Veranstaltung unterstützt von meiner Kollegin Noemi Amon. Sie wird unseren Kolloquiumschat betreuen und die hoffentlich zahlreich eingehenden Fragen bündeln und zur späteren Fragerunde wieder eingeben. Einigen von Ihnen ist das Format bereits bekannt. Wir werden zunächst in einer 30-minütigen Präsentation zuhören und stehen dann noch weitere 30 Minuten Verfügung, um Fragen zu stellen. Und zum Abschluss sind Sie alle herzlich eingeladen, am Apéro draußen im Foyer teilzunehmen. Dort werden wir nochmals die Möglichkeit haben, gemeinsam und mit unserer Referentin weiter zu diskutieren. Ja, ich freue mich sehr, unsere heutige Referentin Denise Tonello zu begrüßen und vorzustellen. Denise Tonello ist seit 2021 Direktorin des Schweizerischen Nationalmuseums. Einige Worte zu ihrem Werdegang. Sie hat Geschichte, Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie an der Uni Basel studiert und sich anschließend in Filmregie und Produktion in Zürich und München weitergebildet. Zwischen 2014 und 2021 war sie am Schweizerischen Nationalmuseum als Kuratorin und Projektleiterin für zahlreiche Ausstellungen tätig, etwa zur Epoche der Renaissance, zur Geschichte des Mittelalters oder zur Frauenbewegung. In regelmäßigen Abständen lehrt sie an Universitäten und wirkt als Expertin in zahlreichen Fachgremien. Ja, dann beim Thema digitale Transformation ist es natürlich immer besonders spannend zu erfahren, wie sich andere öffentliche Kultur- und Wissenseinrichtungen mit der Herausforderung dieses Wandels auseinandersetzen. Und unter dem Motto digitale Transformation im Museum Chancen und Herausforderungen tauchen wir heute deshalb in die Welt der Museen ein, um zu erfahren, welche Anwendungsfälle in diesem Bereich relevant sind und wie sie in der Praxis eingesetzt werden. Denise Tonello wird uns durch die aktuellen Herausforderungen der digitalen Transformation am Beispiel des Schweizerischen Nationalmuseums führen. Sie wird insbesondere auf den Museumsbetrieb, die Vermittlung von Inhalten und die Veränderung für die Mitarbeitenden eingehen. Viel mehr sei jetzt nicht verraten. Vielleicht noch so viel Fragen können Sie am Ende des Vortrags oder aber wer online dabei ist, schon während des Referats im Chat, einfach die Frage eingeben. Meine Kollegin wird die Inputs konsolidieren und am Schluss in die Diskussionsrunde einfließen lassen. Ich möchte gleich auch zu Beginn darauf aufmerksam machen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Wir werden sie später dann auch auf unsere Webseite publizieren. Genau, und dann übergebe ich gerne unserem Gast. Vielen Dank. Ja, dann einen, hört man mich gut? Gut. Ich schaue, dass ich dann nicht im Licht des Beamers bin. So. Also, ja, vielen Dank für die Einladung und für diese Einführung. Es freut mich sehr, jetzt heute Nachmittag hier sein zu dürfen. Die digitale Transformation, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen viel versprochen im Vorschautext. Sie werden dann sehen, warum ziemlich schnell. Jetzt muss ich aber dann die hier, voilà, bleibe vielleicht hier. Also, ich sehe auch gerade 15.15 und ich merke, als ich das geschrieben habe, hatte ich gerade über die Schlacht von Marignano gesprochen, die 15.15 stattgefunden hat. Also, jetzt, ich möchte aber mit einem Zitat beginnen von Solange Gernanti. Sie ist Professorin für Cybersecurity an der Universität in Lausanne. Und 2022 hat sie gesagt, ich denke, dass wir kollektiv eine gewisse digitale Reife erlangt haben und nun verstehen, dass die digitale Transformation der Gesellschaft nicht nur eine Frage der Technik ist. Und ich werde versuchen, auch Ihnen heute ein bisschen zu zeigen, dass es eben nicht nur darum geht, jetzt einfach in unserer IT-Abteilung technologisch irgendwie etwas Neues einzuführen, sondern dass, wenn man nicht von Digitalität spricht, sondern von digitaler Transformation, es wirklich auch um eine
gesellschaftliche Transformation geht und dementsprechend auch in einer Institution passiert das mit den Mitarbeitenden. Ich werde Sie in der halben Stunde, die mir zur Verfügung steht, durch vier Kapitel führen. Zuerst mal die Vorstellung einer digitalen Transformation. Was versprechen wir uns alles? Dann werde ich von Infrastruktur sprechen, schlussendlich dann auch vom Betrieb. Und dann werde ich dann ein bisschen auf einige Herausforderungen eingehen und dann auch einige Chancen. Also genau, die Herausforderungen und die Chancen. Und ich wollte noch was sagen zum Bild, das Sie sehen rechts. Es ist ein Key-Visual, das wir vorbereitet haben für eine Fokusveranstaltung, die letztes Jahr stattgefunden hat im Nationalmuseum zum Thema Web3 und Blockchain. Ich werde dann später noch darauf kommen. Und es ist eigentlich unser sogenannter Bürgerglobus, ein bisschen verfremdet durch einen Kollege unserer IT-Abteilung, um da so ein bisschen zwischen der analogen und der digitalen Welt zu sein. Der Bürgerglobus gehört zu den Highlights aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums. Ist ein wirklich tolles Werk eben von Jos Bürgi, gerade jetzt im Moment im Historisches Museum St. Gallen ausgestellt. Dort gibt es im Moment eine Bürgi-Ausstellung und es stellt hunderte von Sternen dar und etwa 50 Konstellationen. Jos Bürgi aus St. Gallen, der aber dann auch am Hof des Kaisers in Prag gearbeitet hat, der mit Kepler Dinge entwickelt hat, er gehört zu den Leuten, die auch die Logarithmen entwickelt haben. Also wirklich ein Highlight aus unserer Sammlung, aber eben jetzt hier ein bisschen verfremdet. Dann, ich beginne mit den Vorstellungen. Und ja, was stellt man sich vor in einem Museum oder in einer vielleicht Bibliothek, in einem Archiv, wenn man von digitaler Transformation spricht? Ja, vielleicht Ausstellungen im virtuellen Raum oder das Publikum überall auf der Welt erreichen oder die Sammlung dynamisch und interaktiv online zugänglich machen oder dann noch Ressourcen sparen, Prozesse schneller abwickeln oder dann noch mit KI alle Fotos, zum Beispiel in unserer Sammlung, die ein Fahrrad drauf haben, irgendwie finden oder dann noch ein Museum im Metaverse entwickeln oder eine Verschmelzung der digitalen mit der analogen Welt oder noch ein Dashboard mit Live-Daten und Kennzahlen, die ich jeden Morgen dann mir anschauen kann. Das sind nur ein paar Beispiele von so Vorstellungen, die man vielleicht haben kann, wenn man von digitaler Transformation spricht. Ja, hier auch ein Mutbild, irgendwie so die Objekte, die sich transformieren und digital werden oder eben so ein Dashboard, den man am Morgen vorfinden kann. Also es sind Dinge, die es schon gibt, aber der Weg dahin ist noch ein anderer, also nicht ganz ein einfaches. Und dann, ja, man hat all diese Vorstellungen. Und dann muss man schauen, okay, wie macht man das, wenn man digitale Transformation dann umsetzen möchte? Wir haben im 21 im Schweizerischen Nationalmuseum uns gefragt, wie können wir digitale Transformation gewährleisten in unserem Museum? Und die digitale Transformation ist ja mehr als einfach, ich sage jetzt mal, eine neue Technologie ausprobieren in einer Ausstellung. Die digitale Transformation betrifft dann alles, also den ganzen Betrieb, die Art und Weise, wie man arbeitet. Also, und dann haben wir gemerkt, einerseits, dass es viel größer ist, als wir denken oder wir gedacht haben. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, es braucht einen neuen Geschäftsleitungsbereich in unserem Museum. Wir haben den dann auch gegründet sozusagen und seit April 2023 haben wir auch einen Geschäftsführer Digitale Transformation und Innovation in unserem Museum und sind da jetzt am Aufbauen und am Verstehen, wie der Weg gehen kann. Es gibt aber auch Abteilungen, die Teil sind, die schon da waren und jetzt Teil sind dieser digitalen Transformation, wie die IT-Abteilung, das ist naheliegend. Was vielleicht ein bisschen weniger naheliegend ist, ist die Kommunikationsabteilung, aber es braucht sehr viel interne Kommunikation auch bei einem Transformationsprojekt. Und dann haben wir gemerkt, ja, wenn wir irgendwann diese Vorstellungen, die wir haben, umsetzen möchten,
müssen wir zuerst an der Infrastruktur arbeiten. Und da dieser Kapitel wird vielleicht nicht so spannend, wie Sie sich vorgestellt haben heute, aber es ist dann eben essentiell. Und ich habe dann auch viel darüber nachgedacht. Und hier gibt es zwei Zitate. Das Herz eines Staates ist eine Infrastruktur. Und Infrastrukturen zeugen von der Fähigkeit, grundlegend Notwendiges zu organisieren und dadurch als Gesellschaft zu funktionieren. Und hier diese beiden Zitate, da denkt man an Infrastrukturbauten, also wie jetzt Autobahnen oder so. Aber eigentlich, wenn man von der digitalen Transformation spricht, haben wir gemerkt, wir müssen zuerst eben an unserer Infrastruktur arbeiten. Hier zwei Bilder aus unserer Sammlung, ursprünglich der Agentur Actualité Suisse Lausanne. Das ist die Grande Xence, der Bau des Staudamms im Wallis. Also diese Fotos sind aus dem Jahr 1957. Und ja, vielleicht damit man Strom haben konnte und damit man einen Toaster bei sich zu Hause haben konnte oder auch so ein elektrisches Bügeleisen, da musste man zuerst eben an der Infrastruktur arbeiten. Man musste Wasser speichern, um überhaupt Strom zu generieren. Und das ist ein bisschen ähnlich jetzt. Also weil, wenn wir eines Tages wirklich im virtuellen Raum auch Ausstellungen machen möchten oder Inhalte vermitteln möchten, dann müssen wir zuerst Know-how aufbauen für das. Und wir brauchen zuerst auch gewisse Kenntnisse über das Publikum. Und diese Daten müssen wir analysieren können. Und wir müssen eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen schaffen, die es erlauben, dann auch wirklich sich zu bewegen in diesem virtuellen Raum. Und das sehe ich ein bisschen ähnlich wie dieser Bau der Grande Xence, um dann am Schluss irgendwie mit diesen Elektrogeräten oder Haushaltsgeräten dann was machen zu können. Bei der digitalen Transformation, also zu den Zielen, die wir uns gesetzt haben, gehören folgende, also ein publikumszentrierter Ansatz beim Schweizerischen Nationalmuseum. Das heißt, wir möchten die Bedürfnisse des Publikums viel besser kennen, als es heute der Fall ist. Und für das werden wir auch das Digitale anwenden. Erkläre ich dann nachher, wie. Dann Wirksamkeitsüberprüfungen, also Messungen der sogenannten kulturellen Nachhaltigkeit, also der Frage, wie sind wir, wie erfolgreich sind wir im Umsetzen unseres Auftrags? Beim Schweizerischen Nationalmuseum geht es darum, dass wir Schweizer Geschichte vermitteln und auch die Geschichte der Schweizer Identitäten und Kulturen. Aber wie wissen wir, was das Publikum dann wirklich mitnimmt? Wenn das Publikum kommt, dann wissen wir offensichtlich, sind wir interessant, das Publikum kommt und verbringt auch vielleicht eine schöne Zeit bei uns im Museum. Aber damit ist unser Auftrag noch nicht erfüllt, sondern eigentlich muss was bleiben bei den Leuten. Es geht auch um Wissenstransfer. Und da wissen wir sehr wenig darüber, über diese kulturelle Nachhaltigkeit. Und da erhoffen wir uns in Zukunft eben auch unter anderem mit der digitalen Transformation bessere Kenntnisse des Publikums und auch diese kulturelle Nachhaltigkeit zu bekommen. Und dann die Data Governance, das ist ein großes Thema. Wie verwalten wir all das. Und Sie merken, bei diesen ersten Zielen ist jetzt noch nicht Metaverse dabei oder ist jetzt noch nicht, ich weiß nicht, das, was man sich vielleicht als naheliegend bei der digitalen Transformation vorstellt, sondern eben also ein Aufbau eigentlich einer Infrastruktur, die uns dann erlaubt, gewisse Ziele zu erreichen. Und ich gehe jetzt ins Konkrete. Ein Beispiel ist oder ein Beispiel von einem Infrastrukturprojekt ist die Einführung eines Customer Relationship Management. Das haben wir jetzt noch nicht im Schweizerischen Nationalmuseum. Das heißt, das würde uns dann erlauben, auch die Daten, die wir haben, und wir haben schon jetzt eigentlich Millionen von Daten, vielleicht übertreibe ich, aber Tausende und Tausende von Daten, mit denen machen wir im Moment gar nichts. Also
weil wir nicht genau wissen, wie man sie analysieren kann. Aber auch die Infrastruktur, die entsprechenden Softwares, die es braucht, um die zu analysieren, haben wir nicht. Also das heißt, das ist ein Infrastrukturprojekt, in dem wir investieren möchten, um eben dann auch besser auf die Bedürfnisse des Publikums zugehen zu können, das Publikum besser zu kennen. Und in einem CRM würden dann auch alle Daten, die natürlich möglich sind, gemäß Datenschutzgesetz, auch einfließen. Jetzt im Moment haben wir verschiedene Daten des gleichen Publikums, der gleichen Personen, die zu uns kommen, in verschiedenen Excel-Listen und in verschiedenen Daten oder Softwares, die aber nicht miteinander kommunizieren. Und das Ziel wäre dann auch hier einen besseren Überblick zu haben. Dann bei den Infrastrukturprojekten, das freut mich besonders, haben wir die Erneuerung unseres Sammlungsmanagementsystems, also unserer Objektdatenbank. Die Objektdatenbank, die wir jetzt haben im Schweizerischen Nationalmuseum, die wurde entwickelt, heißt 4Ds, 4 Dimensions, aber die wurde dann speziell entwickelt für das Schweizerische Nationalmuseum, so wie sie jetzt strukturiert ist. Sie stammt aus dem Ende der 90er Jahre, ist sozusagen als Monolith entstanden und wurde immer wieder weiterentwickelt und kommt jetzt wirklich an Grenzen. Und die jetzige Datenbank ist nicht kompatibel mit neuen Softwares, also ist nicht dynamisch genug, um jetzt auch noch weitere Dinge zu entwickeln. Und wir haben jetzt letztes Jahr dann eine WTO-Ausschreibung gemacht und konnten den Zuschlag geben, werden dann in Zukunft mit Museums Plus arbeiten, der Firma Zcom. Ich glaube, es gibt Pro und Contra für jedes System. Also das war nicht möglich, ein Museum oder ein Land zu finden auf der Welt, die sagen konnten, das System ist super und funktioniert perfekt. Sondern auch das ist ein Challenge, das wird auch immer in Bewegung bleiben. Aber was ich damit sagen möchte, ist, das ist sehr intensiv, so ein Projekt. Also wir freuen uns alle und es ist dringend, dass das jetzt umgesetzt wird, dass wir mehr Möglichkeiten haben werden für die Aufnahme unserer Objekte. Aber es braucht dann die Entwicklung von neuen Spezifikationen, es braucht eine Datenbereinigung. Wir sind schon seit ein paar Jahren dran, um dann die Migration zu ermöglichen. Es hat eben eine WTO-Ausschreibung gebraucht, also das heißt eine lange Ausschreibung, dann die Entwicklung von Modulen jetzt mit unserer IT-Abteilung. Wir haben Arbeitsgruppen gebildet. Es wird sehr viele Schulungen benötigen, weil dieses System enthält ein bisschen alles. Es ist nicht nur die Datenbank unserer Objekte, es ist auch die ganze Logistik ist drin, alle Transporte sind drin, alle Leihgaben sind drin, alle Bewegungen der Objekte. Also das heißt, es ist ein Instrument, womit alle Abteilungen des Museums arbeiten. Und andererseits ist es aber die Grundlage für meine Vision im Sinne von, wir wünschen uns, das Kulturerbe, das wir aufbewahren, möchten wir zugänglich machen. Auch für Personen, die nicht in die Schweiz kommen können, die nicht in die Sammlung, also die Sammlung direkt dann physisch anschauen können. Und im Moment haben wir von den 870.000 Objekten in unserer Sammlung und mehrere Millionen Fotografien etwa 70.000 Objekte online. Also die Objekte in unserer Datenbank, die sind nicht alle online zugänglich, aus verschiedenen Gründen. Daten, die noch bereinigt werden müssen, Copyright-Angaben, die noch, also Nutzungsrechte, die noch geklärt werden müssen, wenn die Daten dann online sind und so weiter. Und das Ziel wäre, eine dynamische Datenbank zu haben, die in Zukunft dann auch wirklich ermöglicht, auch den Forschenden und den interessierten Personen irgendwie Zugang zu bekommen zu diesem Kulturerbe, aber auch vielleicht Verknüpfungen zu machen mit ähnlichen Objekten, die sonst in anderen Datenbanken sind und so weiter. Und um das zu machen, braucht es aber eine entsprechend dynamische Grundlage, also diese Datenbank, die wir dann aufbauen und an die dann die neue Online-Collection wird andocken können. Und Sie merken aber schon aus meinen Ausführungen, es ist ein großes Projekt, es braucht viele Ressourcen und das ist ein Projekt und es braucht ein paar Millionen. Ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben tatsächlich bisher die meisten Einträge auf Deutsch in unserer jetzigen Objektdatenbank.
Und wir müssen tatsächlich die mehrsprachig machen. Also es ist jetzt in den Spezifikationen so entwickelt. Wir sind aber noch nicht am Ende der Abklärungen, also wie wir dann all die Übersetzungen dann machen werden und wie wir all die Begriffe und so, die wir verwenden, dann angleichen an den anderen Datenbanken in den entsprechenden Ländern, weil sonst wird auch die Suche irgendwann weltweit, sage ich jetzt mal, schwierig, wenn die gleichen Dinge aber nicht gleich genannt werden. Also das ist noch ein langer Weg. Ja, weil schon nur die Bereinigung der jetzigen Daten im Sinne von, ja, schauen, dass alles stimmt und so, aber auch im Moment haben wir auch ein Projekt initiiert, um unsere jetzige Datenbank von rassistischen und diskriminierenden Begriffen zu befreien. Und auch schon nur das ist ein riesiges Projekt, weil wir reden hier von einer Datenmenge, die riesig ist. Und das ist dann nur ein Parameter, oder? Also von den vielen, die es dann gibt. Aber wir haben auch eine Arbeitsgruppe mit 12 anderen Museen auf die Beine gestellt, vor allem auch für die Bereinigung von diskriminierenden und rassistischen Begriffen aus Datenbanken. Und ja, das wird ein Prozess sein, das dann immer am Laufen ist, also wahrscheinlich auch nie abgeschlossen ist. Aber wichtig ist für uns, dass wir jetzt eine Datenbank haben, die dynamischer ist, ja auch eben mit anderen Softwares kommunizieren kann und die mit den, ja, die Metadaten auch anders schicken kann als die jetzige. Dann, da gehe ich jetzt nicht in die Details ein, aber wir haben auch dann wirklich ganz betriebliche Dinge, die überhaupt nichts mit dem Museum zu tun haben, sondern für jede andere Firma ist das auch ein Thema. Aber eben Vertragsmanagementsystem, also wie können wir unsere Verträge dann digitalisieren? Also jetzt im Moment ist es ja noch mit Word und dann wird es abgespeichert und dann wird es weitergeschickt, aber jede Person behält dann doch noch eine Kopie für sich zur Sicherheit, damit man sie dann schnell wieder findet. Und dann hat man eine ganze Reihe von Daten ein bisschen überall. Und das Ziel wäre, dass man eben in so einem Vertragsmanagement dann immer Zugang hat zu jeder Stufe eines Prozesses und selber nicht mehr noch auf dem eigenen Desktop oder so etwas abspeichern muss. Und das Gleiche auch mit dem elektronischen Personalmanagement, also eben nicht museumsspezifisch, aber das sind auch Dinge, die wir jetzt im Moment aufbauen, auch weil sie dann uns ermöglichen werden, wirklich Ressourcen freizuspielen, wenn das mal dann eingeführt ist, um die anderen Transformationsprojekte voranzutreiben. Dann bei den Herausforderungen, das ist auch nicht zu unterschätzen. Viele Institutionen befinden sich im sogenannten Run-Modus. Das heißt, man ist oft in einer Situation, in der man einfach erledigt, man ist beschäftigt mit dem Tagesgeschäft und man reagiert auf Dinge. Und eigentlich, um eine wirkliche Transformation zu ermöglichen, die gekoppelt ist mit Innovation und auch Raum zu schaffen, um zu denken, wie könnten wir jetzt Inhalte vermitteln in Zukunft in einem virtuellen Raum, dann müssen wir Raum schaffen für Grow und dann für Transform. Und wir befinden uns schon auch noch sehr viel in der Situation, dass wir im Run sind. Also, dass wir, ja, wir haben x Ausstellungen pro Jahr, die wir eröffnen müssen. Dann kommen noch neue Bestimmungen, neue Datenschutzgesetz muss eingeführt werden. Und all diese Dinge, die wir alle kennen. Und es ist dann schwierig, wirklich auch Raum zu schaffen, um zu denken und um dann eben Transformation und Innovation zu ermöglichen. Und das wird ein Ziel sein dann in den nächsten Jahren. Immer mit der Herausforderung, dass man dann nicht unbedingt neue Stellen schaffen kann. Das wäre eine mögliche Lösung, aber das ist dann meistens nicht möglich. Ja, und hier, das müssen Sie jetzt nicht lesen, was da drauf ist. Das ist einfach nur eine Mood Slide aus einer Software für Projektmanagement, die Jira heißt. Und beim Bund wird diese Software jetzt gerade in gewissen Departementen eingeführt und wir sind auch am Prüfen, können wir unsere Mitarbeitenden helfen beim Projektmanagement, weil wir sehr projektbezogen arbeiten mit einer solchen Software.
Und hier zeige ich das nicht wegen Jira, wegen der Jira-Software, sondern die Herausforderung hier ist dann, ja, wie bringt man dann so etwas Neues rein? Und weil es ist dann oft nicht nur die Frage einer neuen Software, es ist auch die Frage der Veränderung eines Mindsets. Also weil man dann auch ein bisschen anders arbeiten muss. Und das, was nicht zu unterschätzen ist, ist in einem Transformationsprozess, wie viel Zeit es braucht und man sich auch nehmen muss, um alle, ich sage jetzt mal nicht alle Mitarbeitende, aber alle, die müssen, auch wirklich mitzunehmen. Und auch sogar viele Leute, die sich diese Transformation wünschen und die auch nach neuen Softwares fragen, haben dann manchmal Mühe, wenn eben das dann da ist, weil es gibt immer einen Initialaufwand. Man muss dann doch sich befassen mit diesen neuen Softwares und verstehen, wie das dann funktioniert, um dann das wirklich umsetzen können. Und es braucht auch hier ein Mutbild, es braucht viel interne Kommunikation. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass man erklärt, warum man diese Veränderung macht. Warum braucht es ein Vertragsmanagementsystem? Warum müssen das jetzt alle lernen? Oder warum braucht es ein neues Sammlungsmanagementsystem? Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, also dass es eine wirkliche Begleitung braucht, auch auf der Ebene der Kommunikation. Bei den Herausforderungen habe ich hier auch aufgelistet, die Nachhaltigkeit, das ist ein Symbol für Nachhaltigkeit. Diese Frage ist, es ist wirklich im Moment zum Teil sehr schwierig herauszufinden, wenn man neue digitale Tools einführt, wie nachhaltig oder eben nicht nachhaltig sie sind. Es gibt einige, die können auch Nachhaltigkeit fördern und Energie sparen, aber andere Dinge, die man einführt, sind Dinge, die viel Speicherplatz brauchen. Man geht dann vielleicht auf die Cloud und so weiter, aber das hat einen Impact, was die Energie betrifft. Und diese Rechnungen sind dann auch sehr kompliziert zu machen, weil auf der anderen Seite spart man vielleicht Papier, man spart Anreisen, Mobilität und so weiter. Aber die Nachhaltigkeitsfrage ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Also Transformation braucht Zeit. Die Ziele der Veränderung müssen klar sein. Die Ziele der Veränderung müssen klar kommuniziert werden. Der Initialaufwand darf nicht unterschätzt werden. Und digitale Transformation bindet viele personelle und finanzielle Ressourcen. Jetzt aber die Chancen. Warum machen wir das alles? Und es gibt natürlich auch sehr viele Chancen. Der Weg ist eben es braucht ein paar Jahre, bis man alles aufgegleist hat, dass man dann wirklich auch in die Umsetzung gehen kann von Dingen, die dann auch eine Chance sind. Und wir sind jetzt hier auch noch am Suchen. Wir haben noch nicht alle Antworten. Wir haben am 6. September 2023 eine Fokusveranstaltung gemacht, die ist online. Da kann man auch die Keynotes und so online anschauen zum Thema Museums in the Era of Web 3. Und wir haben versucht zu diskutieren oder ein bisschen besser zu verstehen, was bedeutet dieses Web 3, was bedeutet die Blockchain, was sind da mögliche, was ist das Potenzial für Museen, aber was sind auch die Risiken. Und es ist sehr interessant, das war sehr interessant auch zu sehen, auf der Blockchain gibt es Partizipationsprojekte, die man sich überlegen könnte, die interessant sein könnten für Museen, aber auch in Bezug auf die Provenienzforschung, also gibt es hier Möglichkeiten. Ich gehe jetzt hier nicht in Details von möglichen Anwendungen, weil wir noch nichts umgesetzt haben von solchen Dingen, weil wir eben zuerst noch die Basis schaffen müssen. Aber es zeigt sich jetzt hier schon auch Potenzial für Museen. Es gibt ein paar Leute auch im englischsprachigen Raum, die sich schon sehr viele Gedanken gemacht haben und viele Use Cases schon ausprobiert haben. Und auch hier aber immer gekoppelt mit der Frage, oder für mich ganz wichtig ist die Frage, ist das Digitale der richtige Kanal und warum muss es digital sein? Also ich glaube, man muss nicht, also
unbedingt digitale Transformation machen. Also betrieblich denke ich schon, weil irgendwann verliert man sonst tatsächlich ein bisschen den Zug. Aber ansonsten in der Vermittlung ist die zentrale Frage wirklich, ist es nötig? Warum mache ich es jetzt digital? Oder könnte es nicht genauso gut funktionieren als herkömmliche Ausstellung oder Angebot? Und wen will man damit ansprechen? Wer ist das Zielpublikum? Also will man die, weiß nicht, Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ansprechen? Will man Leute ansprechen, die im Spital sind oder im Altersheim und nicht physisch ins Museum kommen können? Ist das eine Möglichkeit? Oder will man ein Community-Projekt machen? Und wir haben jetzt gerade die Italianità als immaterielles Kulturerbe im Landesmuseum. Und will man sehen, wie das in anderen Ländern oder Kontinenten ist, und macht man da eine Art Community-Projekt digital, das auch ganz viele andere Leute einbeziehen kann, als nur die Leute hier in der Schweiz. Und welche Werte vertrete ich dabei oder vertreten wir mit unseren Institutionen dabei? Also ich denke, das ist auch eine wichtige Frage. Also was ist das Ziel? Warum wollen wir in den virtuellen Raum gehen? Und wenn man diese Fragen dann beantworten kann und es sinnvoll erscheint, dann auch digital vorzugehen, dann denke ich, gibt es tatsächlich auch viele Chancen. Jetzt hier, um ein bisschen konkreter zu werden, einige Bilder unserer Ausstellung Sprachenland Schweiz. Hier wollten wir auch eine neue Technologie ausprobieren in einer Ausstellung zur Mehrsprachigkeit in der Schweiz. Und da war dann ziemlich früh auch vom Kurator die Frage, ja, Sprache, die funktioniert ja auch so viel über das Mündliche, über das Hören. Wie zeigen wir das in einer Ausstellung? Wie bringen wir diese Ebene in den Raum rein? Natürlich gab es auch einige Objekte, Sprache ist auch schriftlich, also das konnte man dann zeigen, aber die mündliche Sprache. Und wir wollten das nicht einfach nur mit normalen Audiostationen machen, also, sondern wir wollten eine immersive Erfahrung schaffen und haben dann eine neue Technologie ausprobiert, wo man dann durch die Ausstellung ging mit Kopfhörern und binauralem Sound. Also das heißt, je nachdem, wo man sich bewegte, war es lauter oder leiser. Und die Kopfhörer haben reagiert auf das, was man gerade gesehen hat oder wo man war in der Ausstellung. Hier ein anderer Einblick. Und es war sehr interessant. Wir wussten nicht, lohnt es sich jetzt überhaupt, diese Technologie auszuprobieren für eine große Ausstellung? Was passiert, wenn sie erstens technisch nicht stabil ist und zweitens, wenn sie vielleicht nur für einen Teil des Publikums funktioniert, aber nicht für das breite Publikum und für alle Altersgruppen? Und ich denke aber, man wird das nicht herausfinden, wenn man es nicht ausprobiert. Also man muss dieses Risiko eingehen, dass es vielleicht auch schief gehen kann. Wir hatten Glück, es ist jetzt sehr gut angekommen, also egal bei welcher Art von Publikum, und das hat uns sehr gefreut. Also hier am Schluss der Ausstellung gab es dann noch eine Reihe von Interviews zur Mehrsprachigkeit der Schweiz jenseits der Landessprachen, und diese Interviews, die kann man jetzt auch auf der Internetseite der Ausstellung anhören und anschauen. Aber dort, wo wir jetzt im Moment noch anstehen, ist, wie können wir so eine Ausstellung nachhaltig machen? Die Ausstellung ist jetzt geschlossen. Und diese Ebene, diese Audio-Ebene oder Audioszenografie, um die zugänglich zu machen online, das wäre möglich. Aber es ist nochmals ein Projekt für sich. Also es ist auch von den Kosten her und so sehr aufwendig. Also das heißt, es ist dann nicht etwas, das man einfach hochladen kann und es funktioniert, sondern man müsste sie dann zugänglich machen für den virtuellen Raum. Und das heißt, es braucht nochmals ganz andere Punkte. Also technisch komme ich nicht so, aber einfach, man muss neu alles setzen. Und das war dann auch, am Anfang hatten wir gedacht, ja, wenn sie gut funktioniert, dann gehen wir online mit der Ausstellung. Bis wir dann gemerkt haben, eigentlich ist es nochmals ein anderes Projekt, wenn man dann online gehen möchte. Und auch hier sieht man dann immer wieder auch die Herausforderung von neuen Technologien. Hier
Die Ausstellung Italianità, das ist ein immersives Format mit Projektionen an der Wand und einem Multitouch mit der Möglichkeit, das Thema dann zu vertiefen. Da ist an sich technologisch nichts Neues dabei, aber das Interessante ist eben doch, diese Räume so auch digital zu schaffen. Und es war durchaus auch die Frage, ist es gut oder nicht gut, ein Format einzuführen ohne Objekte. Und dieses Format basiert jetzt auf Zeitzeugenschaft. Also das heißt, wir arbeiten mit den Stimmen der Bevölkerung und holen die ins Museum. Das war jetzt für uns wirklich eine Chance, dass wir das einfach mit der Technologie so machen konnten. Aber eben immer mit der Frage, warum machen wir das und warum ist diese Technologie dann die richtige? St. Galler Globus, den einige von Ihnen vielleicht kennen, da gibt es auch eine Version online auf dieser Adresse, auch noch im Werden. Aber hier gibt es natürlich auch im digitalen Bereich die Möglichkeit, ganze Objekte ganz anders zu vermitteln als im physischen Raum, wo man das Objekt nicht bewegen kann, vielleicht auch nicht richtig beleuchten kann und so weiter. Und auch hier gibt es technologisch gesehen immer neue Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Und dann hier etwas, das wir noch nicht eingeführt haben, aber das Bundesarchiv schon einsetzt, das künstliche Intelligenz, um zum Beispiel jetzt hier über die Plattform Archipaion 1651 deutsche Ausgaben der Schweizer Filmwochenschau nach Bildern zu durchsuchen. Und das ist natürlich schon sehr spannend, oder, wenn ich dann das Ganze habe und ich kann sagen, ich brauche irgendwie Bilder, die Berge zeigen, und dann kommt das im Nu. Und das sind wirklich spannende Projekte, da sehe ich große Chancen, auch beim Kulturerbe, das wir aufbewahren. Die Voraussetzungen sind aber die Daten. Und das heißt, man kann es nicht machen, wenn die Daten nicht digitalisiert sind. Also wir haben etwa 6 Millionen Fotografien in unserer Sammlung. Nur der kleinste Teil ist digitalisiert, rein aus Ressourcengründen. Und da kann ich jetzt noch gar nichts machen mit dieser Sammlung. Ich kann nicht KI einsetzen, weil ich die Daten noch gar nicht habe. Also das heißt, die Voraussetzung wäre, alles mal zu digitalisieren und registrieren. Und dann könnte man beginnen, auch so zu arbeiten. Ja, die Chancen, ich habe jetzt die Punkte der Vorstellungen am Anfang wieder aufgenommen, weil das sind tatsächlich auch Chancen, aber ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, dass der Weg zu diesen Chancen dann ein längerer ist, weil man eben zuerst oft an der Infrastruktur aufbauen muss, bevor man dann überhaupt solche Dinge umsetzen kann. Und neben der Infrastruktur natürlich auch am Know-how. Wer kann dann mit solchen digitalen Welten dann umgehen? Also wie können wir auch unsere Kuratorinnen und Kuratoren weiterbilden, dass sie auch im virtuellen Raum dann vermitteln können? Und ich schließe mit der Frage und das Analoge, weil ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man von der digitalen Transformation spricht, auch zu sagen, es gibt auch noch die andere Welt. Und ich denke, die digitale Transformation ist nicht ein Ersatz für zum Beispiel in unserem Fall ein Museum und für den physischen Besuch, sondern es ist eine Erweiterung, eine Ergänzung. Und das andere bleibt wichtig. Das haben wir jetzt auch gesehen von den Statistiken letztes Jahr. So viele Museen in der Schweiz haben einen Eintrittsrekord erreicht letztes Jahr. Also das heißt, das Publikum will auch weiterhin noch physisch ins Museum und will die Dinge sehen. Also das heißt, all das ist jetzt einfach ergänzend, oder es ist eine Erweiterung. Und hier einfach 4 Bilder, eine Ausstellung, die sehr objektbasiert war, Menschen in Stein gemeißelt über die Jungsteinzeit. Dann unsere Aktivitäten im Museum, die vor Ort sind und die mit sozialem Leben zu tun haben. Unsere Publikationen, die wir weiterhin drucken. Und eben hier ein Potpourri an Bildern von Aktivitäten, die im Museum stattfinden, die nichts mit der digitalen Transformation zu tun haben oder auf jeden Fall nicht digital per se sind und die weiterhin auch sehr wichtig bleiben. Und damit schließe ich. Danke Ihnen. Ja, zuerst mal ganz herzlichen Dank für diese spannende
Übersicht in das Thema. Ich bin sicher, im Publikum haben sich während dieser Präsentation ganz viele spannende Inputs und Fragen jetzt auch entstanden. Und ich würde jetzt zum zweiten Teil übergehen und gleich mal allfällige Kommentare, Inputs, Fragen abholen. Gibt es gleich jemand, der den Anfang machen möchte? Ja. Ja, ganz vielen Dank für die ausgesprochen interessanten Ausführungen. Meine Frage ist, du hast ja auch erwähnt, dass die Mitarbeitenden wie mit auf den Weg genommen werden müssen und gewisse Leute auch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu gewöhnen. Und wie ist das jetzt, wenn ihr ein neues digitales Instrument in einer Ausstellung anbaut und ihr merkt bei der ersten Ausstellung, es funktioniert überhaupt nicht? Gebt ihr dann schon auf oder denkt ihr, auch das Publikum braucht Zeit, sich daran zu gewöhnen und wir zeigen es jetzt halt noch in den nächsten drei Ausstellungen wieder? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Wann gibt man auf? Oder wann muss man wechseln? Und ich glaube, hier sprichst du etwas an, das wir unbedingt machen möchten in den nächsten Jahren und noch nicht intensiv betreiben. Und zwar, bisher sind wir so vorgegangen, dass wir etwas Neues entwickelt haben und wir im Kuratorium, aber auch sonst mit unserer IT-Abteilung und so, und hatten das Gefühl, das ist toll, das machen wir und das kommt sicher gut an. Und dann hat man es gemacht, schön gemacht und präsentiert. Und die meisten Dinge, muss ich sagen, kann ich nicht sagen, dass sie absolut nicht funktionieren. Also wir hatten jetzt noch nicht so das Gefühl, okay, das ging wirklich nicht. Aber bei vielen Dingen, die wir eingeführt haben, wissen wir eigentlich nicht so ganz genau, was das Publikum denkt. Und wir haben auch viele, und wir haben alle Daten von allen Klicks, zum Beispiel, was man auf den Medienstationen macht, aber wir haben die noch nie analysiert, weil es sind Tausenden von Daten und wir haben keine Software, eben ein CRM oder so, um die zu analysieren. Und wenn man aber ein bisschen so rangeht, dann merkt man zum Beispiel unsere virtuellen Rundgänge, die wir eingeführt haben während der Pandemie, also wo man wirklich so per Klick sich durch die Ausstellungen bewegen kann. Wir haben jetzt mal nur punktuell das wirklich analysiert von den Daten her und haben dann gemerkt, weniger als ein Drittel der Buttons wird angeklickt oder wurde bisher angeklickt. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Wochen die Leute da dran gearbeitet haben, um alle Inhalte bei jedem Punkt in vier Sprachen einzuführen. Und wir haben das toll gefunden, weil es steckt viel Arbeit dahinter. Aber jetzt, bei dem Beispiel, mussten wir sagen, es lohnt sich nicht. Also wir stecken jedes Mal mehrere Wochen Ressourcen rein. Aber offensichtlich ist es nicht das, was das Publikum braucht, oder wir kommunizieren es im Moment noch falsch. Und wir haben jetzt entschieden, das jetzt einzustellen zum Beispiel und uns Zeit zu nehmen, erstens das Publikum zu befragen und zweitens zu schauen, zu prüfen, falls das Publikum dann eher positiv reagiert, wie müssen wir es anders kommunizieren, dass die Leute merken, dass das vielleicht spannend ist oder so. Und wir haben aber dort nicht sofort aufgehört, aber oft ist es auch die Frage von, wie viel wissen wir wirklich, wie es ankommt. Und das ist wirklich abhängig von natürlich Beobachtungen auch im Raum und so, aber schon auch viel Datenanalyse, die wir bisher nicht wirklich systematisch machen konnten. Weitere Fragen? Ich fand die Idee der Wirkungsmessung ganz spannend. Das beschäftigt uns auch in den Bibliotheken oder mindestens in den öffentlichen Bibliotheken. Welche Wirkung haben wir eigentlich auf unser Publikum? Gibt es da schon erste Ideen Ihrerseits? Ja, also wir möchten tatsächlich es publikumszentrierter arbeiten und hier müssen wir auf verschiedenen Ebenen vorgehen. Wir sind auch erst daran, das in die Strategie reinzunehmen. Das heißt, wir sind noch nicht am Umsetzen. Und es gibt einerseits, kann man sagen, mit Technologie oder mit so Softwares und Datenmanagement und Datenanalysen können wir gewisse Dinge erreichen. Das andere ist aber auch, wie können wir das Publikum auch anders einbeziehen als bisher? Also andere Museen machen das, aber wir befragen jetzt unser Publikum zum Beispiel noch nicht
welche Ausstellung möchten Sie sehen nächstes Jahr oder wie soll der Titel der Ausstellung sein oder solche Dinge. Wir haben schon Publikumsumfragen gemacht, auch beim Publikum, das nicht ins Museum kommt, und haben erste so Informationen, aber wir müssten das wirklich systematisieren und wir werden jetzt zum Beispiel ein Umfragetool der EPFL Muse, einige von Ihnen vielleicht kennen, jetzt systematisch einführen in jeder Ausstellung und das dann auch wirklich analysieren. Das wird uns erste Angaben geben über das Publikum, das kommt, und da kann man auch Fragen stellen wie what next, also was wäre der Wunsch für die nächste Ausstellung oder so. Und das andere sind aber auch durchaus, die Frage ist dann, wie wissen wir, ob nach einem Jahr zum Beispiel noch was geblieben ist oder so? Und für das haben wir noch keine konkrete Vorstellungen, wie wir dieses Publikum auch erreichen können. Und dass das regelmäßig kommt, das wird uns auch sagen wahrscheinlich, was sie erwarten oder sonst mitnehmen. Aber jetzt zum Beispiel Touristinnen und Touristen, es ist doch je nach Monat ein Drittel bis zur Hälfte der Besuchenden im Landesmuseum. Da wissen wir gar nichts, zum Beispiel, was bleibt oder was sie mitnehmen oder wir wissen auch nicht ganz genau, was sie suchen, ob sie einfach ins Nationalmuseum kommen, weil es das Nationalmuseum ist oder, also da fehlen uns tatsächlich wirklich Daten. Ich glaube, wir haben noch Fragen aus dem Chat. Keine Fragen? So. Vielen Dank. Ich wollte fragen, ich beziehe mich konkret auf den Slide mit der Objektdatenbank, ob es dort vielleicht auch Überlegungen oder Bestrebungen gibt, den Prozess so zu gestalten, dass der auch kollaborativ, also auch von außenstehenden Leuten eigentlich diese Datenpflege gemacht werden kann, und so auch diese Information noch mehr zur Verfügung zu stellen. Andererseits auch so, dass das Museum profitieren könnte von schon vorhandenen Informationen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Es gibt auch erste Museen und Institutionen, die erste kleine Use-Cases gemacht haben, schon in diese Richtung, weil je nach Epoche oder gerade auch für die Zeitgeschichte und so, ist natürlich beim Publikum, bei der Bevölkerung viel Wissen vorhanden, auch über Objekte, die bei uns sind, die wissen, dass wir nicht haben. Die Frage ist dann aber natürlich, wir sind auch eine Institution von Vertrauen. Es ist essentiell bei den Gedächtnisinstitutionen, dass sie dann auch wirklich ein Ort bleiben von Wissen und Wissenstransfer, das auf einer Vertrauensbasis und auch gegen Desinformation arbeitet und so weiter. Also das heißt, die Schnittstelle dort ist sicher ein Challenge. Aber wir werden jetzt dieses Jahr ein Pilot machen in die Richtung, aber noch nicht für die ganze Objektdatenbank, das wäre zu viel gewollt. Wir werden 50 Objekte aus unserer Sammlung auswählen. Es kann noch scheitern, deshalb mal schauen, was dann dabei herauskommt. Aber 50 Objekte aus unserer Sammlung nehmen, die einen Bezug haben zu kolonialen Verflechtungen, weil wir eröffnen im September eine Ausstellung zum Kolonialismus und zur Schweiz und werden dann eine Plattform schaffen mit diesen Objekten, eine digitale Plattform. Und dort wird es Informationen geben zu diesen Objekten von Expertinnen und Experten. Und in einem zweiten Schritt wäre es gedacht, dass wir das öffnen und dass dann auch das Publikum kann ergänzen oder beitragen oder so. Wie das dann wirklich aussehen wird und wie dieser Schritt gemacht wird, das sind wir erst noch am Entwickeln, aber wir haben auch Überlegungen in diese Richtung tatsächlich, ja. Vielen Dank. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es noch Fragen gibt. Wir haben noch Zeit, oder? Oh, ja. Ah, okay. Ja, herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag und diesen Verweis auf das Allgemeine der Infrastruktur. Und dann gibt's ja wie noch die nächste Stufe von diesem Krüppli, was mittlerweile fast schon wie so ein Wort geworden ist: Galleries, Libraries, Archives und Museums.
Wo sehen Sie vielleicht eben auf dieser nächsten Stufe, die weniger allgemein ist, vielleicht gemeinsame Herausforderungen? Also wenn wir alle ein Vertragsmanagement und sowas haben, was sind die spezifischeren Herausforderungen, die aber dann noch nicht ganz nur museumsspezifisch sind? Und welche Rolle spielen dabei eben vielleicht die Fragen von Daten, Datenzugang, Datenbereitstellung und solchen Dingen? Aber ich denke, jetzt das Sammlungsmanagementsystem, das wir haben, das gilt auch für alle anderen Institutionen, die irgendeine Sammlung in irgendeiner Form haben. Ich denke, der Umgang mit Daten ist und bleibt eine große Herausforderung, weil es geht oft auch nicht nur darum, was Neues einzuführen und die Daten dann mal bereinigt zu haben, sondern das bleibt ja immer in Bewegung. Die große Herausforderung ist, wie kann man das dann laufend immer aktualisieren? Also wenn gewisse Begriffe in der Forschung nicht mehr verwendet werden, wenn gewisse neue Sachen herausgefunden werden, wie pflegt man das dann alles ein? Und oft geht es ja um Dutzende von also Tausende von Daten, die man dann, also ich denke, gewisse Dinge wird man in Zukunft vielleicht mit künstlicher Intelligenz dann schon machen können, aber andere Dinge werden immer noch eine Kontrolle brauchen. Also gerade weil wir Gedächtnisinstitutionen sind und auch einen Auftrag haben, was Wissen aufbewahren und Wissen transferieren, bedeutet. Und dann, was ich es hier nicht erwähnt habe, und es ist für Museen vielleicht in einer anderen Art und Weise eine Herausforderung, aber auch für Archive und Bibliotheken sicher eine Herausforderung, ist die Digital Born Objects. Also das heißt, wie können wir in Zukunft, um die Gesellschaft auch darzustellen, die Schweizer Gesellschaft, gut, eine Webseite speichern, das ist noch relativ einfach, aber dieses Gefühl der digitalen Welt speichern, um das dann weiterzugeben der nächsten Generationen. Und ich glaube, das trifft auch auf Daten, auf Schriften und so weiter, oder? Also wie gibt man das weiter? Es geht nicht nur darum, das aufzubewahren und noch irgendwann öffnen zu können, sondern es geht auch darum, ein gesellschaftlicher Wandel und eine Art und Weise zu leben mit diesem Digitalen weiterzugeben der nächsten Generationen. Und das ist eine Frage, die wir noch nicht gelöst haben. Und die ich denke, alle Gedächtnisstätte betreffen wird. Was ist, also eine analoge Frage quasi, wie geht man damit, es könnte ja auch mal Stromausfall sein, auch mal für länger. Speichert ihr von allem auch eine analoge Version und wie oft aktualisiert ihr die? Ich denke, das sind hier einige Seiten, die dann da jeweils ausgedruckt werden müssen. Ja, ausgedruckt. Nein, eine analoge Version der Objektdatenbank zum Beispiel, nein, das haben wir nicht. Existiert nicht, nein. Also eine ausgedruckte Version, wir reden hier von Millionen von Datensätzen. Wir bräuchten wahrscheinlich ein neues Sammlungszentrum, nur um das physisch. Nein, das haben wir nicht. Also das wäre tatsächlich, denke ich, auch rein physisch riesig. Und ich meine, hier gibt es Änderungen, die täglich passieren, wirklich täglich, oder? Neue Einträge, aber auch eben Veränderungen. Man erfährt etwas Neues über ein Objekt, es gibt eine neue Publikation, es wird alles registriert hier drin. Nein, das haben wir nicht. Wir haben ein doppelter oder dreifacher Backup, also das schon. Und zwar alle 24 Stunden und dann nochmals zusätzlich alle 7 Tage und dann nochmals zusätzlich alle Monate, also so. Aber wir haben jetzt nicht eine physische Version dieser Daten, ja. Das ist so. Wenn es keinen Strom mehr gibt. Also ich glaube, natürlich auch bei unserem Risikomanagement ist Stromausfall immer drauf. Also das ist ein immanent, also ist einfach da, das Risiko.
Aber ich glaube, wenn es mal wirklich keinen Strom mehr gibt, dann gibt es zuerst andere Probleme. Also die viel größer sind für die Gesellschaft. Also es ist keine Entschuldigung, um zu sagen, das ist nicht wichtig, aber ich glaube, da bricht dann was zusammen in der Gesellschaft, dass das viel, viel wirklich größer ist. Und es ist aber tatsächlich so, oder? Also es gibt viele Dinge, die heute funktionieren, wie sie funktionieren, weil wir auch eine gewisse Art von Energie benutzen. Und wenn die nicht mehr existiert, gibt es jetzt nicht viele andere Varianten, das dann zu übersetzen und zu retten. Also das heißt, hier gibt es schon Abhängigkeiten, die dann plötzlich entstehen, die riesig sind. Und nicht nur jetzt wegen Strom an sich, aber auch schon nur, wenn man es ein bisschen kleiner macht, ist der Serverplatz, oder? Also hat man einen Server bei sich in der eigenen Institution, hat man es noch extern, geht man auf eine Cloud und geht man auf eine Cloud, die dann alles speichert in der Schweiz, oder geht man auf Clouds, die aber auch speichern irgendwo, und was passiert dann, wenn ein Staat bankrott geht und diese Server dort sind? Das sind alles Fragen, die uns tatsächlich beschäftigen, den Bund übrigens auch sehr intensiv, und wir kommen aber im Moment zur Erkenntnis, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, alles auf eigenen Server zu speichern. Also es geht schon auch sehr Richtung Cloud. Einerseits wegen dieser riesigen Mengen an Speicherplatz, die es braucht, und die damit verbundenen Kosten. Und andererseits aber auch die großen Clouds oder diese Firmen, die diese großen Clouds anbieten, die können Millionen pro Jahr investieren in Cybersecurity. Und wenn man diese Cybersecurity auf dem Level selber irgendwie gewährleisten muss, da kommt man jetzt langsam an den Grenzen von dem, was wirklich möglich ist mit einer eigenen IT-Abteilung oder mit eigenem Personal, um diese Attacken, die eigentlich jeden Tag passieren. Wir haben auch einen Durchschnitt von ein paar hundert pro Tag. Und das ist normal anscheinend. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und es wird, glaube ich, da große Herausforderungen geben, aber auch viele Veränderungen, wie wir strukturiert sind und wie man archiviert in Zukunft. Weitere Fragen aus dem Publikum? Wie wird bei Ihnen der Fokus betreffend Ausstellung gesetzt bei der Auswahl zwischen digitalen Tools und analogen Tools? Weil es gibt ja einerseits ein Publikum, das digital affin ist und eher digitale Instrumente sich wünscht. Andererseits auch ein Publikum, das mit digitalen Instrumenten noch nicht anfangen kann. Immer weniger, aber das stimmt. Also es gibt Publikum, das möchte sich mit digitalen Interfaces irgendwie sich auseinandersetzen in einer Ausstellung, und anderes Publikum nicht. Wir sagen nicht, also sagen wir mal so, das Digitale ist für uns ein Werkzeug, ein museales Werkzeug, wie viele andere auch, wie das Licht, die Grafik, die Szenografie, die Texte. Und wir setzen dann Themen, die gemäß unserem Auftrag für uns Sinn machen, unsere Strategie, auch die Art und Weise, wie wir versuchen, gesellschaftlich relevant zu sein. Und dann, je nach Thema und je nach Objektlage und so, überlegen wir uns, welche dieser Werkzeuge, dieser museologischen Werkzeuge, machen Sinn für diese Ausstellung. Und daraus entsteht dann ziemlich schnell oder wird ziemlich schnell klar, das ist eine Ausstellung, die vor allem Objekte zeigen wird, und es gibt dann vielleicht noch die Tablets mit den Objektlegenden, weil wir ein viersprachiges Museum sind, und wenn wir alles drucken an der Wand, dann ist es leider eine Bleiwüste. Aber dann ist es nur so ein, ich sage jetzt mal, ein digitaler Support, aber nicht eine interaktive Sache. Und dann gibt es eben so Ausstellungen wie bei der Sprachenland Schweiz, wo wir sagten, wie bringen wir diese Mehrsprachigkeit in den Raum rein? Das ist immaterielles Kulturerbe. Die Sprache ist nicht einfach so greifbar wie vielleicht die Stelen aus dem Neolithikum, wo es dort wirklich darum ging zu zeigen, wie haben sich Menschen auf Steine so schon sehr früh dargestellt.
Und dann entsteht die Folge sozusagen daraus, okay, hier könnte das Digitale aus den Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen, dann helfen. Und so entwickeln wir eigentlich. Wir gehen nicht wir sagen nicht, es braucht ein Gleichgewicht und wir machen zwei Ausstellungen, die sind sehr digital und zwei Ausstellungen, die sind es nicht, weil es ist, glaube ich, man muss sich immer die Frage stellen, warum ist das Digitale jetzt da? Und dient es der Vermittlungsarbeit, die ich machen möchte mit diesem Thema, mit dieser Ausstellung? Das Digitale ist nie einfach so per se da, sondern immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es bringt etwas für den Auftrag, den wir haben. Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn es keine Fragen mehr gibt, auch im Chat nicht, dann möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei Denise Tonella bedanken für diese spannenden Ausführungen, für diese Offenheit und auch beim Publikum vor Ort und online zum Dabeisein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum dritten Teil des Abends über, also der Apero ist eröffnet. Da kann man auch noch weitere Fragen stellen und sich austauschen. Und wir freuen uns, das OKO wünscht Ihnen einen schönen Abend. Wir freuen uns auf ein nächstes Kolloquium mit allen von Ihnen. Vielen Danke. Dank.